Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trade Connection Switzerland Event Video. Wir stehen hier noch in Zürich und wir schauen mal, wohin die Reise heute geht mit dem siebten offiziellen erledigten Auftrag. Ja, läuft. Es gibt nur einen einzigen Auftrag, den wir nehmen können. Und der ist, wenn ich ihn jetzt wiederfinde, der war glaube ich noch weiter da vorne. Oder auch nicht, noch weiter da vorne. Ja, den einzigen Auftrag, den wir nehmen können. Der ist 1464 Kilometer lang. Mit einem knapp 10 Tonnen schweren Kraftstofftank nach Burgos in Spanien. Fahren wir komplett durch Frankreich durch, an Lyon vorbei, an Limoges vorbei, an Bordeaux vorbei, durch Bayonne nach Spanien rein und dann nach Burgos. 50.000 gibt es dafür. Holy shit. Ja, ich würde sagen, bei einem Auftrag müssen wir halt hier leben, ne? 1400 Kilometer, das wird noch ein langer Brecher. Okay, wir fahren los. Gut, tanken können wir auch noch unterwegs. Wir haben noch genügend Sprit drin, Immer prinzipiell. geradeaus. Das müssen wir eh wahrscheinlich nochmal durch Zürich durchfahren, ne? Ja, gut, nach oben. Erstmal 62 Kilometer fahren, also fahren wir über 1500 Kilometer insgesamt. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Neu berechnen. Immer geradeaus. Coole Abfahrt da. Beziehungsweise Auffahrt ist es ja eigentlich, glaube ich. Ach, hier sind wir. Da war ja was. Ein bisschen enger mit den Videos, die ich jetzt heute noch geplant habe, also gestern noch geplant habe zu veröffentlichen. Rechts halten, dann links halten, ne? Das eine muss ich noch rendern. Mal wieder alles nicht so ganz geklappt, wie es geplant war, aber ja. Ja, komm, wir bleiben jetzt einfach hier rechts. Auch wenn es egal ist, wo wir sind. Na, wobei, ich muss mich glaube ich gleich rechts halten, von daher. Aber trotzdem eigentlich irrelevant. Aber dann schon mal wieder nach Spanien zurück. Vielleicht jetzt auch seitdem. Ja, eigentlich seitdem das DLC draußen war und das Event durch war. Also ungefähr einen Monat nachdem es rausgekommen ist, war ja nicht mehr da. Und in Burgos sowieso noch nicht. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Wieder dieses nice Achterkreuz. Biege nach rechts ab. Der Achterkreisverkehr. Links halten und dann links abbiegen.
Ach schon, bei Dings Oil waren wir ja schon. Biege nach links ab. Halten und dann links abbiegen. Wahrscheinlich wird es dann da nach von Burgos Richtung Dingens gehen Richtung. Knappes Ding. Wahrscheinlich nach Genf, I guess. Gut, eigentlich kann alles sein. Da kann Genf sein, kann Bern sein, kann Zürich sein. Treffsicherheit, was das Ankommen betrifft, die lässt in letzter Zeit echt zu wünschen übrig. Dann schauen wir uns nochmal die Strecke an. Wir fahren die 1 durch Genf durch, wechseln dann auf die A41 in Frankreich, die dann zur A43 wird, dann wechseln wir auf die A46, die dann zur A47 wird, die dann zur A72 wird, die zur A89 wird, dann wechseln wir auf die A75, dann wechseln wir auf die A89 wieder. Dann verlassen wir die A89 kurzzeitig auf die A20, um dann weiterhin auf der A89 zu fahren. Dann wechseln wir auf die A630. Die zu A63 wird. Dann sind wir bei Bayonne. Dann geht es auf der AP8 weiter. Die wechseln wir auf die AP1. Und dann fahren wir die AP1 nach Burgos. Und dann müssen wir nur noch nach Cantera Iberica fahren. Iberica? Wahrscheinlich Iberica. Ja. Ein paar Mal müssen wir halten. 90 Stunden Fahrzeit, 1465 Kilometer. Ja, wir müssen auf alle Fälle zweimal pennen. Auch nochmal kurz vor Burgos. Biege nach rechts ab. Na, wobei. Vielleicht müssen wir nur einmal pennen. Muss mir auf jeden Fall noch mal was zu trinken hier neben stellen. Vor die lange Fahrt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wunderbar. Ah, sind wir schon wieder bei rechts abbiegen da. Bitte rechts halten.
wieder ein bisschen schnell unterwegs, aber wir wollen ja auch beschleunigen. Auf die Bahn und eigentlich. Na, dürfen wir jetzt ja wieder 60 oder 80 fahren. Fahren aber an Zürich vorbei, ne? Und nicht durch. Ach, an Genf vorbei, ne? Ja, und das wäre auch eher Zürich gewesen, was ich meinte. Und nicht zwingend jetzt Genf. Eigentlich nur noch Autobahn fahren wir jetzt. Richtung Bern oder in Richtung Genf, jawohl. Das Ding ist aber echt ordentliche Brocken, die jetzt dieses Video und das nächste Video danach. Was jetzt die Videolänge betrifft. Links halten. Das wird mittig halten. Bitte links halten. Dann wahrscheinlich wir erst in Frankreich was zu trinken holen können. Dann werden wir da schlafen. Bitte links halten. Ich kann einfach gleich kurz mal pausieren. Jetzt muss ich rüber. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wieder hier entlang. Äh,
Hier muss man doch auch echt alles hören, ne? Hier Autobahn und die Zugstrecke. Da muss man doch schon fast die Getränke in die Vitrine kleben. Oder das Geschirr, besser gesagt. Bitte links halten. Ja. Ich gebe mir Mühe. Dann sind wir schon bei Genf. Ne, wir sind noch bei Bern. Ja, meint. So schnell sind wir nur wir nicht. Muss ich nochmal wieder das nächste Video reinschmeißen zum Rendern. Auf dem Laptop. Da bin ich mir damit auch schon so gut voran, dass ich jetzt gerade beim letzten Video bin, quasi, was ich in Anführungszeichen hier noch, also was ich hier noch drauf hatte auf der Platte, bevor ich ein paar Videos, um Platz zu schaffen, auf Mega zwischengespeichert habe. Das heißt, da kann ich erstmal dann wieder ein bisschen weitermachen mit das zu downloaden, damit ich dann weitermachen kann. Jetzt hat die Frage, ob ich es über die Mega Desktop App mir dann ziehe oder ob ich es über Browser ziehe. Wahrscheinlich über Browser wird wahrscheinlich nicht gehen, I guess. Weiß ich gerade gar nicht. Aber mit Browser ist er, glaube ich, langsam, ne? Ich glaube, er limitiert auf 300 kbps oder so. Mal schauen, wie das geht, ob es geht. Habe ich da auch gleich wieder 10 Stunden Zeit für. Aber das ist doch schön, dass ich jetzt wieder in Spanien wieder was entdecke, wo Windfarm, wo ich noch nie gewesen bin. Auch den Teil von Frankreich jetzt, den so zwischen Bordeaux und Bayonne. Kenne ich noch nicht. Ich weiß nicht, Bayonne, ist das neu oder war das schon Frankreich DLC? Ich habe noch nicht irgendwie so ein Gefühl. Kann man schon da drin gewesen sein? Ich weiß es halt nicht gerade. Aber so vom Feeling her, so das südlichste, was man irgendwie abgefahren ist, also was ich in Erinnerung habe, ist dann eher so Bordeaux, dann Richtung Spanien und dann ab nach Osten, nach Lyon. Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, Bayonne ist ja, wenn ich mich jetzt gerade wirklich recht entsinne, meine ich jetzt, dass es zum Spanien-DLC dazugekommen ist. Weil es zum Iberischen Halbinsel DLC.
Ist Frankreich nur ausgestellt oder sind wir schon bei Frankreich? Nee. Aber da müssen wir jetzt lang. Wir halten uns jetzt an die Schilder, die nach Frankreich zeigen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Dann genau da wollen wir hin, nach Frankreich. Biege nach rechts ab. Also eigentlich wollen wir nach Spanien, aber wir müssen halt durch Frankreich durch. Gehen wir runter auf komplett 80. Wir dürfen jetzt wieder hier den Grenzübertritt haben, wo wir Piere zeigen müssen. Also noch nicht jetzt, aber bald. Bitte links halten. Schönes haben wir. Dann kann der Stick da schon mal raus. Damit dürfte ich wahrscheinlich mit dieser, nach Beenden dieser Tour, eigentlich auch ein neues Level wieder hier haben. Auf dem Profil. Hier, getragen für Schaden, na klar. Reicht auch noch für 400 Kilometer. Ganz wild haben wir es noch nicht, aber packen wir noch nach Schweiz? Ne, wir tanken in Frankreich. Okay. War auch die erste Tanke nach Amaut, dann haben wir noch nicht allzu viel Geschwindigkeit wieder drauf. Wobei, doch, haben wir schon, wir haben nur 10 Tonnen. Also nicht mal 10 Tonnen. Hinten drauf. Da hinten kommt die Maut, bzw. die Grenze. Bisschen wieder zu früh. Dann lassen wir mal die Papiere prüfen.
Wieder mal zu früh. Und dann nehmen wir gleich, wie gesagt, nach der Maut dann die Tanke. Aber wir werden auch wahrscheinlich dann wieder Geschwindigkeit drauf haben, also. Das ist ja gar kein Problem, wenn man nichts hinten drauf. Bei unserem Kraftstofftank. Sogar jetzt noch den Kurs der Abschluss sogar noch auf 90. Schön. Wir alle reinfahren. Reißverschlussverfahren. Fremdwort. Ich kann überlegen, Moment, das eine Video habe ich jetzt gerade hochgeladen, das heißt, das Video und das Video, was ich da auf dem Stick habe, ist noch ausstehen, okay. Ja, egal, ich werde das wahrscheinlich noch nicht hochladen, weil ich nur das eine Video rendere. Ach, ich will da raus. Oh, auch wieder hier spannend. Von der Gestaltung her. Mit Zapfsäulen. 1,88 Euro pro Liter. Und das waren insgesamt 789,79 Liter für 1485 Euro. Einfach jetzt hier bei diesem Event schon jetzt, glaube ich, das sechste Mal oder so getankt haben. Und bei ATS noch kein einziges Mal. Aber das wird auch demnächst dann wahrscheinlich passieren. Je nachdem, wie lang die Routen sind. Jetzt noch kommen. Und da wir jetzt sowieso kein, nicht allzu viel jetzt hinten drauf haben. Bitte links halten. Weil wir möchte mal tanken müssen. So, aber den restlichen Weg können wir jetzt wieder mit deutlicher durchbrettern. Bis Spanien. Erstmal Richtung Lyon. Dann zwar nicht nach Marseille, aber kurzen Abschnitt. Wahrscheinlich ist es einer von den kurzen Autobahnwechseln, die wir dann nach Marseille fahren. Beziehungsweise wo es auch nach Marseille gehen könnte. Beziehungsweise würde. Wieder ein bisschen was mich in letzten zum Editieren.
Also zum einen erstmal das Rendern des ETS 2 von, gut, in diesem Fall jetzt gestern, weil ich es vorgestern nicht mehr hinbekommen habe. Und dann noch das ATS von gestern. Das muss ich noch editieren und dann muss ich mir nochmal ein Sonderfeed rendern ersetzen. Da dann ungefähr die halbe Stunde einfach mal wieder bunter bügeln auf. Weiß ich nicht. 10 Minuten Maximum. Wenn es aussieht. Schon gerade sagen, da sollte ich ein bisschen Gas geben. Dann kommt der Autobahnwechsel da. Dann Ausfahrt rechts nehmen. So, rechts halten. Nimm die Ausfahrt rechts. Wenn man hier nicht lenken kann, ne? Und ja. Schon abbremsen ist. Ging zum Glück nur auf den Trailer. Immer geradeaus. Und ihre Fracht. Bitte rechts halten. Und 45 Euro jetzt hier runter. Also gut, dass ich einfach gerade gut genug Platz hier auf der Platte habe. Von daher sind die langen Folgen gar nicht mal so verkehrt. Also nicht so schlimm. Bedarf man keinen Daten-Tetris. Spät ins Lichtfeld. Immerhin greift gerade die adaptive Geschwindigkeitsregulierung.
Okay, ich gehe jetzt Richtung Clermont St. Ach, war das Etienne? Wahrscheinlich, vielleicht, vermutlich. Ja, ich weiß, ich bin zu schnell. Ich konnte noch nicht runtergehen. Das ist aber Stressqualität, hätte. Der Kollege vorne wird noch mal ausbremsen. Da kommt wieder die nächste Mautschelle. Moment, jetzt wieder hier durch. Und weiter geht wieder Fahrt. In der Maut können wir natürlich auch pennen. Das wird wahrscheinlich die nächste Maut werden, ne, da hinten. Bei Clermont-Ferrand. Noch 900 Kilometer. Die sind langsamer, sind sie zu lang? Gehen wir mal sehen, jetzt auf 85 wieder. Bevor wir zumindest hier in der Kurve wieder eine Bremse reingedrückt bekommen.
auch noch eine starke Möglichkeit gewesen, aber wir fahren mal weiter. Ja, schon eine Fahrzeit, ja, wir sollten aber wieder weiterfahren, damit wir das noch in Einholt schaffen. Nach. Burgosch? War das Burgosch? Ja. Ja, ich habe darauf gedrückt. Nicht. Wieder fröhlich gebremst. Können wir noch ein Stück weiterfahren. Bei der übernächsten, also nicht, nee, bei der übernächsten so. Da soll das auch noch reichen. Dass wir uns dann da ausruhen. Jetzt mal behaupten. ...1,30... Oh. Aber da kommen wir gar nicht hin. Aber dann halten wir bei der nächsten. Bleibt uns in dem Fall ja nichts anderes übrig, oder? Ja, das ist schon wieder zu weit. Vermutlich zumindest. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Wir müssen halt eventuell noch um vor Burgosch. Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Pennen. Also wir sind im Untergang hinter uns. Und vor uns, also mit den Wolken vom Sonnenuntergang hinter uns. Gleich bei Nacht wahrscheinlich wieder weiter. Ja doch, dürfte noch Nacht sein. Dann hauen wir uns mal aufs Ohr. Sehr schön, der Tag. Dann können wir weiterfahren. Die restlichen 10 Stunden Fahrzeit. Weiß ich nicht. Das werden wir dann nicht schaffen. Muss man nochmal pennen bei Burgosch. 800 Kilometer. Wobei. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Könnten wir noch schaffen. Ausfahrt rechts. Das könnten wir noch schaffen. In einem Rutsch.
es mittlerweile ausgeschüttet hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das jetzt 300 oder 500 Kilometer waren. Wahrscheinlich eher 576. Kommt dann ja schon eher hin. Wir sind auch knapp an den 10.000 Kilometern, die wir in dem Event gefahren sind. Da wir die voll abgeschossen haben. Oh, will lieber eine nice Brücke rüber. Auch interessant, warum hier ist Kunst, also warum es so gewählt wurde, die Streckenführung hier zu machen. Aber jetzt nicht von SCR Software aus, sondern so realitätsmäßig. Wäre dann doch schon etwas ungewöhnlich. Was jetzt nur gemacht wurde wegen des Rastplatzes, aber dann ist es ja quasi wie die Frage mit dem Hund und mit dem Ei. Was war zuerst da? Der Parkplatz oder die Streckenführung? Oder die Raststätte? Oder die Streckenführung? Wissenschaftlich wird ja irgendwie jetzt herausgefunden, belegbar, dass ich glaube, dass Huhn als erstes war. Ich meine, ist ja auch irgendwie sinnig, aber. Einfach weil die Organismen sich ja auch so Tieren entwickelt haben. Ist auch wieder so eine
eigentlich auch so eine Frage, die man auch eigentlich gar nicht stellen muss, die einfach, wo man sich eigentlich die Frage schon selbst mit beantwortet, eigentlich. Mit logischem Verstand so. Ich meine, wenn man so, sich so fragt, ja, was war zuerst da? Der Erwachsene oder das Baby? Also. Oder das Kind? Oder das Baby, ne? Das ist ja obvious. Storche bringen halt natürlich nicht in die Realität die Babys vorbei. Bitte links halten. Ja, weiter nach Bordeaux. Der kurze Abschnitt müsste ja. Ja, ist er. Kurz auf die Bahn, um wieder von der Bahn runter zu fahren Richtung Bordeaux, also nach Bordeaux. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Und dann geht's weiter mit 90. Nach Bordeaux, Bayonne und Bourgogne. Kilometer noch bis Bordeaux. Insgesamt 600 Kilometer. Knappes Ding.
ist dann Bodo am Ende der Karte vom Navi. Morgen darf ich nicht vergessen, was zu trinken zu holen. Sonst habe ich es übers Wochenende nicht mehr. Etwas zu trinken, zumindest am Sonntag nicht. Super, jetzt geht es nochmal zu regnen. Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich, während ich die Settings hochgeschraubt habe für die Regenwahrscheinlichkeit wegen der 1,50, wo ja das Gewitter auch noch dazu gekommen ist. Und es ist deswegen einfach fast bei jedem Mal, wenn man sich hingelegt hat, wieder regnet. Weil der Regenwahrscheinlichkeit einfach so hoch ist. Ja, moin! Bitte links halten. So, ab nach Toulouse und Montpellier. Aber was mit der Umfrage war echt dumm. Weil die 24 Stunden Umfrage dauert ja 24 Stunden und das Video ist nicht 24 Stunden vorher draußen. Für einfach auszunehmen. Und nicht 24 Stunden schon draußen so. Mal schauen. Ich kann die Umfrage ja schon vorher rausschmeißen, bevor das Video draußen ist. Da haben wir ein bisschen mehr Puffer. Bitte links halten.
Denn es geht weiter Richtung Bayonne. Bitte rechts halten. Bilbao ist auch schon ausgeschildert. 70. Aber nach Bilbao geht es nicht. Aber nicht in der nächsten Fahrt. Nach der nächsten Fahrt geht es auf jeden Fall nach, wie gesagt, nach Bern, Zürich oder Genf. Ja, schön mit dem See. Die Landschaft hier, die kenne ich noch nicht. Bin noch nicht gewesen. Auch scheinbar nicht auf den ganzen Abschnitten, die wir jetzt gerade von Lyon gerne Bordeaux gefahren sind. Aber war ich bestimmt schon mal gewesen. Ist einfach noch nicht mal eingezeichnet, weil die Karte geupdatet wurde. Dass dadurch zu Rückständen kommen. Euro. Raus müssen wir nicht, aber wir werden trotzdem ausgebremst. Vom Auto mit Wohnwagen. Na, doch nicht so sehr, wie ich dachte. Und jetzt doch wieder mehr. Ist die auch schon vorher oder habe ich die einfach noch nie gesehen? Weil ich nie in den Gebieten war, wo die gespawnt sind.
Kann natürlich auch sein. Oder ich erinnere mich einfach nur gar nicht dran. Kilometer, 4 Stunden 7, 4 Stunden 27. Engelkiste, aber passt. Du wirst doch nicht mal allzu weit zur Grenze haben, oder? Ja. Haben wir gleich Bayonne? Also sind wir schon da. In Spanien. Einfach nur beschleunigen, das würde auch gehen. Und darauf die nächste Maut. Dann sind wir gleich bei Bayonne. Und dann gleich in Spanien. Bei Bayonne. Ach ja. Erster Aufenthalt in Bayonne. Hier. Und die nächste Maut. Gleich noch zwei schwarze machen, bevor ich dann die Videos lösche. Bevor ich es vergesse. Es war sehr spät eingebremst, aber noch passend. Jetzt glaube ich in Spanien. Ja. España. Achso, wir dürfen 80 fahren, da wäre was. Weiter Richtung Bilbao.
Aber es geht nicht nach Bilbao oder Santander. Ich weiß gar nicht. Auch runter für... Nehmen wir den Weg. Enge Kiste, das ist aber auch verdammt eng. Holy moly. Also dürfen sogar 90 fahren. Okay. Das ist schon schön. Haben wir den Burgos schon ausgeschildert? Ja. Alles. Oh, schön. Mit dem Fluss, der sich hier entlang schlängelt. Ah, oh, das ist aber auch eine nice Gegend. Oh. Ich wollte eigentlich nach rechts gucken. Und dann habe ich gemerkt, ich lenke jetzt über. Wow. Nice. Da ist schon eine nice Gegend hier. Zwar nicht viel erwartet, aber ich bin überrascht worden. Na, 44 Kilometer noch bis Burgos. Ja, wieder schön hier mit den ganzen Tälern. Oh, wieder 94. Dann quetschen wir uns gleich wieder durch diese Maut durch. Die Umgewöhnung hier. Ach, hier geht's nicht lang. Super. Zu spät gesehen.
Ich kann auch gar nicht daran erinnern, dass es immer so eng war hier in Spanien bei den Mautzellen. Wo ist der echt ein Markenzeichen ist? Haben wir schon mal, okay. Aber halt nicht auf dieser Strecke und auch noch nicht in Burgos. Ich war noch in vielen Städten nicht auf der Iberischen Halbinsel. Ich komme rüber. Ja. Mehr Platz zum Wackeln. Oh, nice mit den Bergen wieder hier. Ah, schon eine coole Strecke. Kann man auch gerne öfter fahren. Tank einfach auch schon wieder mehr als halb leer gefallen. Also der Arktros, der New Arktros, der ist echt am Schlucken wie ein Specht. Zeitlich gesehen 51, 37, ja, immer noch eine recht knappe Kiste. Aber passt. Okay, interessant. Ein Platz, wo man nicht pinnen kann, aber ein Platz, der da ist. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Die Ausfahrt rechts. Okay, ich dachte, das wird eine 80er Aus 60er Ausfahrt. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Na klar. Das war ja schon wieder Burgos. Erhalten U40. Erst aufhalten in Burgos. Conquistador 21 von 51. Also man merkt, ich habe so gut wie nichts gesehen von den Städten von Spanien und Portugal. Bitte rechts halten. Es gibt noch viel hier zu entdecken.
komme erstmal mit 50 durch. Ich muss gleich nochmal fix einen Schlafplatz suchen. Wofür wir wahrscheinlich auch noch eine halbe Stunde fahren müssen. Ich glaube, ich muss nochmal Strafe zahlen. Weil ich es nicht rechtzeitig schaffe. Man ja immer nicht mehr Strafe zahlt, wenn man da irgendwie Polizei hat. Also, ich habe zumindest so eine Erinnerung. Also vom Gefühl her war, wenn da Polizei in der Nähe war. Aber beim letzten Mal war ja keine Polizei in der Nähe. Deswegen vermutlich ist es nicht mehr so. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ah, ist schon schön hier. Sehr, sehr schön. Biege nach rechts ab. Ach, eine Baustelle haben wir also. Muss ich hin? Geradeaus? Hier vorne. Das ist ja nett. Ich fahr gerade auf, wir fliegen hier, haben wir richtig gut Kohle jetzt gemacht. Das kennt man ja gar nicht von diesem Profil. Laden wir mal ab und kassieren die ordentlichen Batzen. So, knapp 120.000. 200.000. Ausgezeichnet Kraftstofftank von Zürich nach Burgos geliefert. Gefahrene Strecke 1526 Kilometer. War ja sogar noch knapp. Dauer so roundabout. 1 Stunde 40 vielleicht. 1 Stunde 45. Gehen wir zum Dreh. Da braucht der Kraftstoff 738,4 Liter. Das war der 210. erledigte ETS2 World Auftragsauftrag. 50.415 Euro gab es dafür. 2.242 Erfahrungspunkte. Knapp ein neues Level. Level 29. Das heißt, es geht jetzt auf Just in Time. Und danach geht es wieder auf ADR. Das heißt, wir bekommen jetzt mit Rang 4 12% höherer Vergütung einen Anstieg um 3% für das Abschließen einer wichtigen Fracht, beziehungsweise Lieferung. Und plus 20% höherer Vergütung einen Anstieg um 5% für das Abschließen einer dringenden Fracht. Knapp unter 20.000. Dann gucken wir nochmal, wo wir jetzt hier den nächsten Schlafplatz haben. Da hinten. In 28 Minuten. Also wir bekommen hier so ein bisschen Schnickschnack. Dann fahren wir jetzt fix rüber zum Schlafplatz. 15 Minuten. Also wir sind ein wenig viel drüber. Also dafür schon um raus zu sein. Deswegen rasen wir mal eben hin. Legen uns dann hin und hoffen, dass wir in 2 Tagen einen Auftrag kriegen. Biege nach links ab. In die Schweiz. Egal wie, wir werden auf alle Fälle in die Schweiz fahren. Ob ich dafür jetzt einfach Bobtail fahren muss oder dann einen zweiten Auftrag annehme, das werden wir dann sehen. Und dann gleich wieder die 50er-Zone.
da ist er nicht gekommen. Oder auch nicht. Doch jetzt. Fällt mir gerade auf, hier war sogar ein spanisches Kennzeichen. Bei dem Truck. Das ist ja passend, dass wir wieder hier sind. Am Kreisverkehr erste. Ist ja auch hier. Nice, die Unterführung. Bitte rechts halten. Es sind ja schon immer noch, also rechts. Klar, ich habe noch nichts viel entdeckt hier, aber es sind rechts. Echt sehr nice Ecken hier im DLC von Iberischen Halbinsel. Rechts. Sind wir drüber? Ja. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Sondern der Mutkehr, wo wir pennen, nämlich hier. Wir sind heile angekommen. Bei der Werkstatt. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier vom Trade Connections Switzerland Event oder im American Truck Simulator vom Cruising Nebraska Event. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.